Apur Death, follow the pale one. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, in der letzten Folge wurden wir zu den anderen Verrückten gesperrt und wir haben mal mit Aluman geredet. Und mit Troggelbecher. Ja, und dann sind wir hierher gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir hier irgendwo drinnen waren. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon mit Puggy gesprochen. Und ich werde erstmal meinen Stift mit der Pflanze benutzen. Müssen wir uns ja verewigen. Und dann gehen wir mal in die Tür. Okay, Happy Birthday und Toiletten, alles klar. Puki, was sagst du dazu? Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so. Und da ganz alleine immer, halt immer brav rausspringt aus dem Klokabäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so, auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie die Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bowle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere. Aber dass Edna sie partout nicht leiden kann, das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht es halt eigentlich nur noch interessanter. Danke, Puggy. Ja, da wollen wir mal den Affen aus dem Sack lassen, oder wie das heißt, die Katze aus dem Sack lassen, so rum, und mal Petra herholen. Überraschung! Oh mein Gott! Tja, wer bist du? Mein Name ist Petra! Gib mir ein P! Oder weißt du was? Behalt das P einfach! Was treibst du hier? Herrlich. Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty! Und wo sind die anderen? Wo sind die anderen Gäste? Hallo! Es ist eine Überraschungsparty! Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das ist doof. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich! Heute ist der Geburtstag von Peter! Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay. Dein Wort reicht mir aus. Da wollen wir mal Peter suchen und dem Bescheid sagen. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Ja. Boah, Kaffeeraum, Fernsehzimmer, Aufenthaltsraum. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Oh mein Gott. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel.
Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Also der Schlüsselmeister im zweiten Stock und Almilio, der wahrscheinlich einen Tunnel gräbt. Nehmen wir uns mal den Tipp mit, weil es geht. Und gucken das mal. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Ach, naja. Ansichtssache. Haben wir noch Chips, die nehmen wir uns mal mit. Haben wir noch alles? Petra, Lichtschalter, Tür, Deko, Fingerfood. Deko! Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Ja, Hummer, ist klar. Tschüss, Volker. So, das war die Tür. Dann gehen wir mal zu der, nur für Personal. Na hui, was seid ihr für Gestalten? Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit, also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt auch gleich? Baumann hieß er. Dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe, also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und variiert halt ein paar Schreckensrufe so. So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und hab dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen. Das hatte ich schon längst wieder vergessen. Ich hab ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen. Und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Na, da schauen wir uns ja erstmal das Plakat an. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Oh, was machen wir da? Wir nehmen unseren Stift. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Edna. Guten Tag. Guten Tag. So, Lecker! Und dazu noch dieses famose Zischen mit.
Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Ein wenig ist noch untertrieben. Ich sehe gerade, wir müssen mal wieder Fußnägel abkauen. Okay. So, Kontrolleur. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll und du bist noch lange nicht dran. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagiere preis. Aha. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Oh mein Gott. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranaten! Arschgranaten? Okay, und irgendeine Art von, Fahrschein kommen wir nicht weiter, da gehen wir mal wieder aus der Tür. Schmutzen mal dieses nur für Personalschild. So, geht zur Tür. Hui! Ein neuer Raum. Pogi! Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch an meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Edna Bricht ausgeworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist glaube ich auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben. Opossum, Opossi, Opposso, und dann korrigieren sie sich und es entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden, das ist total logisch, das ist schön, bis sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten, sie halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass ich die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt habe, nämlich nach Firmengründung von The Delic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fee mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei unterschiedliche Sachen, die man ranzeichnen kann, aus irgendeinem Grund, oder je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fee an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fee, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Recht erstaunlich ist, weil es ja noch recht zu Beginn der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam, krass.
Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden. Und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran. Und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Die ganze Kunst dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk und das bleibt immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert. Aber ich finde es einfach sehr schön. Alles klar. Ich glaube, benutzen wir mal den Generalschlüssel. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Das ist Kunst. So. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Ah. Und umso mehr ärgere ich mich. Teufelskreis. Zickzack-Schere nehmen. So. Entschuldigung, die brauche ich noch. Reden wir mal mit dem Bienenmann. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nennt mich ruhig Ronja, die rubinrote Röscherin aus Romburg. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg heraus? Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Oh mein Gott, sollte nicht im gleichen Satz verwendet werden wie Zuckerschlecken. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Oh. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Ach so? Wie Willi oder was? Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willi aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Willi.
Ich mach mal eine Fliege. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. So, und was hat Puggy gesagt? Die Leinwand bemalen. Ich nenne es A New Beginning. Lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Waffeleisen. Okay. Nun, wir schneiden mal das Papier ein bisschen auseinander. Schnipp, schnapp. Und wir gehen mal hier hinten durch die Tür. Ah, hier ist Petra. Petras Freund oder nicht Freund oder keine Ahnung. Pucki. Beziehungsweise bevor wir Pucki reden lassen, würde ich sagen, ich beende das hier erstmal. Und wir sehen uns dann am, lass mich überlegen, am Freitag wieder. Macht's gut. Tschüss.